Was ist Nosemites Elbow? Der Ellbogen von Nosemite ist eine häufige Verletzung bei Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahren, bei denen der Ellbogen teilweise ausgerenkt ist und der Unterarm aus der normalen Position im Ellbogengelenk rutscht. Die Hauptursachen für die Verletzung sind das Ziehen des Kindes am Arm, das Fallen des Kindes an der Hand, das Aufnehmen des Kindes an einem Arm oder das Schwingen eines Kindes an den Armen. Es kommt häufig bei Kindern vor, weil ihre Gelenke und Bänder nicht besonders stark sind und für diese Art von Verletzungen anfälliger sind. Um das Fünffache sind Bänder und Gelenke in der Regel stärker und die Häufigkeit des Ellbogens eines Kindermädchens nimmt ab. Mädchen haben tendenziell ein etwas höheres Risiko, sich den Ellbogen eines Kindermädchens zuzuziehen, und beide Geschlechter neigen dazu, ihn häufiger auf der linken als auf der rechten Seite zu bekommen. Der Ellbogen von Nosemite, der auch als radiale Kopfluxation, gezogener Ellbogen, Ellbogensubluxation, dislozierter Ellbogen und Ellbogen von Kleinkindern bezeichnet werden kann, ist keine ungewöhnliche Verletzung in der Kindheit, wenn man bedenkt, wie viel Kinder an ihren Armen angehoben werden. Eltern, die mit Wutanfällen bei Kindern zu tun haben, können sich versehentlich verletzen, indem sie sich am Arm ihres Kindes festhalten, während es sich auf den Boden wirft. Zu den Symptomen des Ellbogens eines Kindermädchens gehören Schmerzen im Ellenbogen, die sich höchstwahrscheinlich im Unterarm manifestieren. Eltern verwechseln den Ellbogen des Kindermädchens häufig mit einer Armverletzung, da das weinende Kind auf Schmerzen im Arm hinweisen kann. Das Kind möchte den Arm nicht benutzen und hält ihn leicht angewinkelt gegen den Bauch. Obwohl er die Schulter benutzen kann, wird er es höchstwahrscheinlich vermeiden, den Ellbogen zu benutzen. Sie sollten sofort Eis auf den betroffenen Ellbogen auftragen, den Arm vorsichtig in eine Schlinge legen und ihren Arzt anrufen. Ihr Kind kann innerhalb einer halben Stunde bis zu einer Stunde wieder normal werden und trotzdem schlechter getragen werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass es ernst ist und sich Ihr Kind innerhalb einer Stunde nicht besser fühlt, sollten Sie Ihren Arzt oder die Notaufnahme aufsuchen. Der Ellbogen des Kindermädchens muss möglicherweise durch Fixieren des ausgerenkten Gelenks behandelt werden. Sofern Ihr Kind keine zusätzlichen Symptome zeigt, sind Röntgenaufnahmen und eine weitere Behandlung in der Regel nicht erforderlich. Obwohl innerhalb der Wochen nach der ersten Verletzung die Wahrscheinlichkeit eines wiederkehrenden Ellbogens eines Kindermädchens gering ist, sollte sich Ihr Kind vollständig erholen und schließlich aus seiner Veranlagung herauswachsen.